zu machen. Jetzt seid ihr auf Geschmack gekommen, okay. Das nun folgende Lied ist eine Art optisch unterstütztes Hörspiel. Ich singe den Text und ihr stellt ihn pantomimisch dar oder untermalt ihn akustisch. Oder eben auch nicht. Wir fangen mal an mit der ersten Zeile. Es passierte am Abend des 4. April. Die Sonne ging unter, es war grad ziemlich still. Aufgabe 1. Wie klingt ziemliche Stille? In allen Städten, in denen wir bisher gespielt haben, klang ziemliche Stille so. Ich bin nicht mehr überrascht. Ihr seid halt Großstädter, da ist das wahrscheinlich wirklich so. Schön ruhig hier. Also, es war mal ziemlich still. Es war fast schon Südkurve still, es war mal ziemlich still. Aufgabe 2. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Achtet nochmal auf den genauen Wortlaut. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Okay, die senkrechte Krähe wurde auch gern genommen. Was ist bei euch da? Ihr habt doch genug Platz. Komm, ihr könnt euch da ausbreiten. Nur ein paar Krähen waren zu sehen. Sie waren unterwegs, ich weiß nicht wohin. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Für diejenigen von euch, die noch nie in Deutschland waren, das Land, wo ich herkomme, es tut mir leid, es ist nicht meine Schuld. Hitler kam von euch, okay? Historische Tatsache, ja? Ich bin genauso wenig stolz drauf, Deutscher zu sein, egal. Jedenfalls bei uns gibt es eine Stadt im Osten, die heißt Zwickau. Und aus irgendwelchen Gründen ist jemand aus Zwickau hier. Es ist immer noch Zwickau hier, ich glaub's nicht. Wer hat dich reingelassen? Die da vorne, hast du Eintritt bezahlt? Zwickau, okay. Aus irgendwelchen Gründen, fragt mich nicht, ist eine lange Geschichte. Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Zwickau! Ihr müsst den Arm nicht machen, den mache ich nur, weil ich ein Mann bin. Zwickau, geht auch. Aber irgendwie fehlt was. Also, ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Sehr gut, ein bisschen männlicher noch, tiefer auf die Daumen. Zwickau! Ich sah sie langsam gen Osten ziehen. Okay, ich dachte nach über einige Sachen, die Menschen so tun, plötzlich musste ich lachen. Ist zu einfach. Wie wär's mit einer Lachlaola von hinten nach vorne? Oh. Okay, von rechts nach links. Von rechts nach links. Von links nach rechts. Ja? Okay, wir probieren erstmal die normale, die nackte Laola. Bei den Rennen geht's los. Auf die Plätze, fertig. Hey! Gut, und anstatt einfach nur zu rufen, könnt ihr vielleicht hihihi rufen. Dann haben wir eine Lachlaola. Auf die Plätze, fertig. Hihihi! Und zurück! Das ist wieder eine lustige Stadt. Okay. Plötzlich musste ich lachen. Okay, machen wir dann gleich richtig ein Lied. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Ihr wundert euch, warum ist der Blitz plötzlich eine Dusche? Das Publikum ist stärker. Man sagt ja immer, die Masse hat immer recht, die Masse ist schlau. Aus irgendwelchen Gründen hat die Masse beschlossen, dass Blitze eine Dusche sind. Werde ich mich dagegen stellen? Nein, also. Der Gedanke traf mich wie ein Blitz. Aber so macht der Blitz nicht, ja? Vielleicht einfach kurz. Shh. 1, 2, 3, Blitz! Blitz! Blatter! Zurückgetreten. Das Ganze reden ist nur ein Blitz und alles, was wir so anstellen, um anders zu sein. Und hier kommt der Moment, später, weil er kommt, wo ich zwei neue Bandmitglieder vorstellen muss, aus dramaturgischen Gründen zuerst den Herren. Christian an der Trompete! Es tut mir leid, wir können auch ein Bild von dir hinstellen, so ein Pappaufsteller. Okay, und
aus Japan, Yoko-san! Und wir haben einen Wettbewerb gemacht, weil die letzte Zeile dieses Intros ist, ist nichts als Schein. Und sie kann mit ihrer fernöstlichen Art den Schein einfach am schönsten darstellen. Also ich habe es auch probiert, wurde direkt abgewählt. Ist toll, wenn man eine Band hat. Echt so. Alle für einen. Egal, ich schweife ab. Yoko-san, komm mal, Schein, ich stecke das ein. Immer das gleiche. Immer, schau mal. 1, 2, 3, Schein. Ja. Hanagaji. Vergesst die Winkelkatze. Yoko ist viel besser. Und jetzt seid ihr dran. 1, 2, 3, Schein. Okay, habt ihr das alle behalten? Wer es glaubt, wir werden das überprüfen. Das eigentliche Lied beginnt, nachdem ich einen Schluck Tee getrunken habe. Hast du Ohrenstöpsel drin, junger Mann? Ja? Super. Alle dasselbe folgt jetzt. Ich bin sehr gespannt. Ich sag euch gleich, klatscht nicht mit, dann kommt ihr mit dem Blitz und mit den Tränen in die absolute Bedrohung.